Die Potatoes, also das nächste Spiel gegen Eintracht Spandau. Und Eintracht Spandau kommt mit Bodyguards rein und mit Hoodies. Die Potatoes, sie haben es gerade gesagt, die Potatoes, Holzi und Spidey. Wenn die das Ding hier heute so gewinnen, dann kommen sie nächste Woche wieder so. Spandau mit dem Penalty und das muss es doch jetzt sein. Und den macht er ganz konkret rein. 1-0 Spandau. Durch Kerem Sengün. Ihr wisst, wir spielen in drei Ecken, ein Elfer bzw. Penalty. Und der ist so gut da oben reingeschweißt, dass selbst Selic den nicht halten kann. Und es wird plus one, also 1 gegen 1 mit festem Torhüter. Und jetzt kann es eng werden für die Potatoes. Super Grätsche von Ubekiri, der jetzt die Chance hat, auf den Ausgleich zu stellen. Ubekiri, oh, macht er das gut! Sensationelles Tor von Ubekiri. Was für eine Energieleistung. Hinten das Ding ergrätscht. Faires Tackling. Und dann das Tor. Es gab mal so eine ähnliche Szene in der MLS von Wayne Rooney, als er alternd noch grätschte und dann mit einem super Flugball ein Tor vorbereitet hat. Ja. So, und hier wird der Torwart aktiv mit einbezogen von Kerem Sengün. Es war innerhalb der Zeit, also es bleibt beim Penalty. Santos. Bisher mit einem Tor in dieser Saison. Potatoes drehen das Ding. 2-1, rein geht's in die Flip-Aus-Game. Santos dreht das Spiel für die Potatoes. Halbzeitpause. Du machst dich selber schwer. Kraftverlust, Zeitverlust. Da müssen wir mal clever sein. Mal Tempo rausholen. Okay, dann vielleicht nochmal eine Überzahl dazu verschaffen. Aber nicht zu wild. Du musst, du nicht, wir bauen dann zwei auf breit auf, aber rechts muss hoch. Und wenn rechts hoch geht, aber du spielst halb rechts, wenn rechts hoch geht, musst du in die Spitze mitgespitzt. Wir haben keine Mittelstürmer. Und das ist der Treffer durch Königs. 2-2, Eintracht Spandau wieder da. Marco Königs, der hoch anpresst. Jetzt kommt ein zweiter im Verbund mit Sauermilch. Und dann ist es der alte Riecher eines ehemaligen Zweit- und Drittligaspielers. Fackelt nicht lange. Spandau steht jetzt höher. Aber die Potatoes lassen sich zu oft nicht locken. Und dann der Treffer für die Potatoes, weil er die Chuzpe hat, direkt abzudrücken. Justin Krauser! Und es ist doch möglich, plötzlich für die Potatoes hier was zu reißen. Boah, was ein Ding! Die individuelle Topleistung von Justin Krauser. So, Ausgleichschance für Eintracht Spandau. Kerem Sengün! Kerem Sengün, 3-3! Ach, da eiskalt. 3-3, Spandau wieder da. Letzten Sekunden laufen. Haben die Potatoes noch mal den Schneid hier auf 4-3 zu stellen. Dos Santos bleibt hängen und es gibt noch mal eine mögliche Konterchance. Nein, 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 da bleiben sie hängen am roten Bollwerk. Dos Santos, gibt's hier noch einen Sieger? Dos Santos, nein, Schluss aus.